Meine herzallerliebsten Zuschauer, willkommen zurück zu Let's Play Ni No Kuni mit mir, den Xtern. Schön, dass ihr wieder dabei seid und ich freue mich, dass es hier weitergeht. Ja, wir haben in der letzten Folge eine Menge geschafft, eine Menge erledigt und heute geht's weiter. Hier in Alt-Kuwait. Herr Flix, mir fehlen die nötigen Zutaten. Was soll ich tun? Was soll ich tun? Stimmt etwas nicht? Ich konnte das Rezept für das berühmteste kuwaitische Gericht in meinen Besitz bringen, aber ich verfüge nicht über die erforderlichen Zutaten. Was für ein Gericht ist das denn? Es wird Tinker Bahala genannt. Das Rezept nachzuurteilen, dem Rezept nachzuurteilen, ist es ein aufwendiges und raffiniertes Curry. Und aus dem zartesten und saftigsten Rindfleisch. Oh, das klingt aber wirklich geil. Herr Fix, das klingt echt köstlich. Da läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Ja, mir auch, Tröpfchen, mir auch. Wollt ihr es probieren? Wenn ihr die Zutat für mich sammelt, wird euch die Ehre zuteil, seit ewigen Zeiten die Ersten zu sein, die das Tinker Bahala kosten. Siggi. So, danke, du bist ein wundervoller und hilfreicher junger Freund. Hervorragend. Um dieses Meisterwerk zuzubereiten, benötigen wir etwas Reis, etwas zartes Fleisch und eine Prise der Würze des Lebens. Würze des Lebens, wo bekommen wir die denn her? Ich fürchte, ich weiß es nicht genau. Aber ich habe gehört, dass jemand in der Scharfe Scheich genannt wird, irgendwo... irgendwo in dieser schönen Stadt lebt. Okay. Da klingt doch nach einem guten Ausgangspunkt, nicht? Dann machen wir mal Tempo und suchen uns einen Scheich, oder? Wenn ihr noch irgendwelche Auskünfte benötigt, dann zögert nicht, mich zu fragen. Viel Glück, Freunde. Okay. Gucken wir mal, wo der Kumpel hier ist. Aber meistens sind die ja immer markiert. Deswegen denke ich mal, dass wir das hinkriegen werden. Ja, da hinten kommen wir ja noch nicht rein. Ach, da ist er doch schon markiert. Das klappt doch mit euch. Das klappt doch. Habe ich ihn doch schon gesehen auf der Karte. Ich fühle mich so ausgebrannt. Wo ist nur das Feuer geblieben, das einst in mir loderte? Sind Sie krank? Krank? Das ist schlimmer als eine Krankheit, Junge. Viel schlimmer. Ich habe es satt, Gewürze zu mischen. Und Gewürze mischen ist mein Leben. Na nun, das ist doch bestimmt dieser scharfe Scheich, von dem man uns erzählt hat, oder? Wahrscheinlich schon, oder? Aber mit dem Kerl stimmt irgendwas nicht. Der Sache gehen wir besser auf den Grund, ne? Sollten wir, warum haben Sie denn keine Lust mehr, Gewürze zu mischen? Warum? Es gibt kein Warum. Das ist einfach nur Leere. Aber Sie sind doch wegen Ihrer Gewürzmischung überall bekannt, Herr Scheich. Haben Sie denn keine Kunden, die auf Ihre Dienste zählen? Vielleicht, aber ich kann mich einfach nicht überwinden, Ihre Aufträge zu erledigen. Ich kann mich ja kaum dazu durchringen, morgens aufzustehen. Ja, wir hatten eigentlich gehofft, dass Sie uns ein paar Gewürze mischen könnten. Aber anscheinend geht's Ihnen wirklich nicht gut. Ich will mich einfach nur ausruhen. Bitte belästigt jemand anderen. Aber spar dir die Worte, Olli. Der olle Kerl hat ein gebrochenes Herz. Echt? Ja, hat kein bisschen Enthusiasmus mehr, wenn ich nicht total daneben liege. Okay. Ja, Olli, ganz genau besorgen wir den Scheich die Prise Pfeffer im Hintern, die er braucht, um sein Leben wieder die richtige Würze zu geben. Ja, mal gucken, ob ich das noch habe. Na, das klappt doch hier mit euch. Thank you.
Meine Bärten! Ihr Vorväter, was spüre ich denn da? Ich fühle mich so lebendig! Und mehr als je zuvor in meinem Leben verspüre ich den unwiderstehlichen Drang, Gewürz zu mischen. Prima, wir haben es geschafft, Tröpfchen. Schicke Arbeit, Olli. Ich verstehe das nicht. Habe ich euch das zu verdanken? Dann stehe ich in eurer Schuld. Ich muss euch belohnen. Hier, bitte nehmt das als Dank an. Aber ich brauche noch die Gewürze. Und wenn ihr irgendwelche Würzwünsche habt, wäre es mir eine Ehre, sie anzuhören. Ich will nur noch meinen wundervollen Mischmetier nachgehen. Das haben wir tatsächlich. Könnten Sie uns ein bisschen von Ihrer Spezialität mischen, die Würze des Lebens? Meine Würze des Lebens. Wer hat euch davon erzählt? Ich. Der Typ mit der Currybürde hat uns drum gebeten. Er braucht Zutaten für seinen Tinker Muhalla. Nun gut. Wenn das alles ist, wofür ihr sie braucht, komme ich eurer Bitte mit Freuden nach. Aber ich habe nicht alle nötigen Zutaten. Oh mein Gott. Ihr müsst mir die fehlenden besorgen. Sicher, was brauchen Sie denn, Herr Scheisch? Für so eine starke Mischung brauche ich eine Gelbwurzel und 3 großzügige Prisen scharfer Samen. Alles klar. Vielen Dank, dass Sie uns helfen wollen. Nicht der Rede wert, mein Junge. Es ist mir ein Vergnügen. Kommt wieder her, wenn ihr die benötigten Zutaten gefunden habt. Alright, Buddy. Gucken, ob ich... Okay. Ja, Leute, dann würde ich sagen, besorge ich die Zutaten. Und wir sehen uns gleich wieder, wa? Weil jetzt wieder zum Vulkan laufen, das wollt ihr nicht sehen. So, Leute, ich habe die 3 Chilischoten, diese scharfen Dinger, die habe ich schon mal eingesammelt. Die brauchte man beim Vulkan nur einsammeln, aber wie es aussieht, muss ich nochmal zum Auftrag des Express. Und ich brauche noch einen benötigten Auftrag, damit ich das Monster finde, was ich benötige. Genau. Wir brauchen nämlich den Knollkopf. Und ich habe gerade die ganze Zeit den Knollkopf gesucht und wusste nicht, wo der ist. Ja, kann ich ja auch nicht finden, wenn ich die Quest nicht annehme. Aber wir laufen jetzt zusammen dahin, damit wir noch ein bisschen Content heute haben. Ja, kann ja nicht klappen, war, wenn ich die nicht annehme, also. Macht Sinn. Was keinen Sinn macht, Leute, dass ich in die falsche Richtung laufe. Wir müssen nämlich nach hier. Ich weiß nämlich schon, wo er ist. Aber das Problem ist, ja. Dass ich halt, na sag schon. Ja, was ich gerade schon erwähnt hatte. Ich hatte halt die Quest nicht angenommen und... Ja, wer lesen kann, ist klar ein Vorteil, definitiv. Weil ist ja wohl klar, wenn ich die Quest nicht annehme, dass das Monster hier nicht aufploppt. War wieder so ein typischer extern Move. Ja, Leute, und in der nächsten Folge, da machen wir wieder ein bisschen Hauptquest. Das ist alles wieder ein bisschen interessanter. Weil es die letzten 2 Folgen war jetzt nicht so viel los. Nicht so viel Story, aber... Das kommt alles wieder, das kommt alles wieder. Noch mehr als genug, das verspreche ich euch. Der Knollkorb.
Boah, da habe ich wieder eine gezimmert. So, da haben wir unsere Gelbwurzel. Das ist doch super. Müssen wir eigentlich alles haben? Schnell zurück nach Alt-Gutweit. In die richtige Richtung diesmal, ja. Ja, und wie gesagt, Leute, in der nächsten Folge mache ich dann mit der Hauptstory weiter. Freue ich mich schon drauf. Bin nämlich mega gespannt, wie es weitergeht. Da habe ich richtig Bock drauf, sage ich euch. Und ich denke mal, wir werden uns auch schon Richtung Hauptstory, Queste bewegen. Ach so, fehlt immer noch was. Ach, jetzt muss ich die blöden Samen, aber die habe ich ja schon eingesammelt. Ach, da brauche ich wahrscheinlich mehrere von. Okay, Leute, da muss ich doch noch mal cutten. Tut mir leid. Ja, Leute, und da sind wir auch zurück. Ja, und jetzt können wir die scharfen Pfefferschoten oder was das sein soll, doch gemeinsam hier aufheben. Ja, die findet ihr hier. Die bekommt man aber nicht von einem Monster. Die kann man hier ernten. Eine hatte ich schon mal aufgehoben. Aber wir brauchen ja drei. Ich dachte, ich hätte schon drei. Aber dem war nicht so. Du hältst einen scharfen Samen. Gut. Ja, dann brauchen wir noch einen und dann haben wir alles. Ja, dann habe ich das jetzt doch mit drin. Ist vielleicht doch ganz gut für die Leute, die nicht wissen, wo man das kriegt. Aber erklärt sich ja eigentlich von selber, wo man die kriegt. Aber so haben wir es komplett. So, er hat Mauljucken. Steine aufs Maul. Hab ich kein Problem mit, mein Freund. Nackige Karotte. So, wie gesagt, eine hatte ich schon offscreen aufgesammelt, also nicht wundern, ja. Nein, ich kann bis 3 zählen. Aber ich dachte am Anfang, ich hätte schon 3. Weil da irgendwie 3 aufgeploppt sind, aber ja, wie ich immer so schön sage, wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Aber egal, wir haben es jetzt komplett. Ich lasse es jetzt auch drin, so wie es ist. Und in der nächsten Folge, da machen wir dann wieder was Spannendes, versprochen. Ich weiß immer, dieses blöde Hin und Her, ja, das ist auf Dauer nicht besonders spannend, ich weiß. Für mich auch nicht, für mich auch nicht. Aber es gehört nun mal dazu und wir wollen ja die Stempelpunkte haben. Ja.
Ich kann die olle Wüste langsam auch nicht mehr sehen. Also, ich fühle mit euch, meine Lieben. So, gehen wir dahin, gehen wir die mal ab hier. Ich hoffe, ich habe jetzt alles. Bei den Vorvätern, du hast alle Zutaten gesammelt, um die ich dich gebeten hatte. Sie zu mischen ist für einen Meister wie mich nur eine Frage von Sekunden. Ja, also mischen kann ich dann auch noch. Es ist vollbracht. Du besitzt nun eine Portion der heiß begehrten Würze des Lebens. In den richtigen Händen ergibt diese ein unvergleichliches Curry. So, die Würze haben wir. Jetzt muss ich mal gucken, was ich von den anderen Materialien denn schon zusammen habe. Aber ich glaube, da geht auch noch was, aber das kann ich wahrscheinlich kaufen, oder? Naja, da wird mir das schon sagen, wo ich das herkriege. Wahrscheinlich wieder irgendwo hinlaufen, wieder zum Vulkan, wieder irgendein Monster legen. Oh. Nein, ich reg mich nicht auf, das gehört dazu. Das gehört dazu. Hey, Buddy. Was wir schon haben. Bei den Vorvätern, du hast alle Zutaten gesammelt, endlich kann ich das berühmte Tikka Bohala zubereiten. Ich werde sofort anfangen, nicht mehr lange, meine Freunde, und ihr werdet euch an dem berühmtesten aller Curries labern können. Laben können. Ich kenne das Wort laben nicht. Kick, ich kann es kaum erwarten. Und du, Olli? Ich auch nicht, Junge. Savor the flavor of the legendary Tikka Bohala. Wow, this smells great. It really does. Wow. Sorry, man. I just can't hold back. I'm going in. Yeah, me too. Here goes. Oh. Crikey, this spicy beef and veg is a marriage made in curry heaven. The Raj Mahal is a spicy oasis in a desert of disappointment. I never had it before, but this is the best curry I ever ate. You are surprised and elated, I see. The Sheikh's special spices never fail. The delicate harmony of spice and tender beef intertwining with the subtle aromas of... But they are not listening to a word I say. Oh, well. Eat, friends, and be merry. Raj's curry pot never runs dry. Yippie! Junge, jetzt habe ich auch ein bisschen Kohldampf. Ich bin euch auf ewig dankbar. Danke euch. Ist das Tikka Bohala kein Relikt der Vergangenheit mehr, sondern ein lebender, atmender Teil der Kuwaiti-Kultur? Das reicht bestimmt nicht aus, um euch für eure Mühen zu entschädigen. Aber bitte, ich muss euch für das, was ihr für mich getan habt, etwas geben. Oh, 5 Schüsseln Tikka Bohala. Oh, 4 Stempel, wow. Das ist super. So, jetzt gucke ich mal, ob ich alles habe. Die Monsterquest muss ich ja auch noch abgeben. Aber ich glaube, wir haben jetzt hier alles. Shit. Oh, so lecker Curry jetzt mit drin, das wär's doch. So, dann gucke ich mal, ob ich alles habe, aber ich glaube, wir haben alles. Ja, Leute, dann würde ich sagen, da es sich jetzt nicht lohnt, nochmal was Neues anzufangen, werde ich mal an dieser Stelle rotzfrech sagen, war eine kurze Folge heute, ja, seid mir bitte nicht böse, aber
es lohnt sich jetzt nicht dahin. Das machen wir alles in der nächsten Folge zusammen. Und in der nächsten Folge haben wir auch wieder ein bisschen Story. Und ich freue mich aufs nächste Mal, wenn ihr wieder einschaltet. Ja, vielen, vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit. Lasst mir Liebe da, indem ihr teilt, indem ihr liked, indem ihr was Nettes runterschreibt. Ja, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, wenn du nichts verpassen willst. Und bis zum nächsten Mal. Euer Xtern.